Fünf Dinge, die du auf jeden Fall vor deinem ersten Grow kennen solltest. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello. I'd like to tell you just where I'm from. In the hills where the trees go wild with me. Feel the pigs with shields holding the blue steel. Was geht ab, 420s? Mein Name ist Mr. Motherfucking Green und ich zeige dir heute die 5 Fehler, die fatalsten Fehler, die du machen kannst bei deinem ersten Grow. Und ja, legen wir mal los mit Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 1 ist das falsche Gießen und Bewässern. Und zwar, wenn du zu viel gießt, dann bildet sich Staunässe. Dein Wurzelwerk kann somit faulen. Und die Pflanze geht ein. Die Blätter fangen an, sich gelb zu verfärben und zu vertrocknen. Wenn du zu wenig gießt, dann wird die Erde hydrophob und deine Pflanze geht somit auch ein, weil deine Erde kein Wasser mehr annimmt und du deine Pflanze nicht versorgen kannst. Wie kannst du das verhindern? Verhindern kannst du das, indem du deine Pflanze abwiegst vor dem Gießen. Dann siehst du, was sie wiegt, wenn sie umgegossen ist, und nach dem Gießen wiegst du sie noch einmal und weißt dann, wie viel du gießen solltest oder was sie wiegt, wenn sie gegossen ist. Andere Möglichkeit wäre es, mit einem Feuchtigkeitstester dran zu gehen. Das ist so ein Stab, den steckst du in die Erde und dann wird dir angezeigt, ob da noch Feuchtigkeit vorhanden ist oder ob nicht, ob du gießen solltest oder nicht. Ja, das wären die Möglichkeiten für Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 2 ist das Überdüngen, zu viel Dünger zu verwenden. Viele denken, viel bringt viel, in diesem Fall aber nicht. In diesem Fall kann viel deine Ernte oder deine Pflanze stark schädigen. Ja, was passiert da? Also du düngst zu viel. Dann siehst du an den Blätterspitzen langsam, wie sich die Pflanze dort verfärbt, dunkel wird und eingeht, trocken wird. Das zieht sich dann über die Blätter drüber, überall, und deine Pflanze geht ein. Problem dabei, zu viel Dünger in der Erde. Die Wurzeln, also das Wurzelwerk, verbrennt sozusagen und kann somit keine Nährstoffe mehr aufnehmen. Und ja, es ist sehr schwer, da noch was zu machen. Also man kann die Pflanze noch flashen, also fluten, überfluten. Das heißt, du stellst sie ja auf eine Wanne oder irgendwas und gießt und gießt und gießt, was das Zeug hält, bis alles rausgewaschen ist. Und hoffst dann, dass die Pflanze sich wieder erholt. Könnte natürlich sein, dass dein Ertrag dadurch, oder sehr wahrscheinlich, dass der Ertrag dadurch verloren geht. Und im schlimmsten Fall, dass halt deine Pflanze dabei verloren geht. Wie könnt ihr das verhindern? Auf jeden Fall müsst ihr euch vorher informieren, gerade beim Hersteller des Düngers, was ihr da für einen Dünger genommen habt, wie da das Düngeschema ist. Und davon fangt ihr am besten an, erstmal nur ein Viertel zu nehmen und schaut, wie die Pflanze reagiert. Und lieber zu wenig düngen als zu viel. Und ja, ihr müsst euch auch wirklich darüber informieren, wann ihr Dünger überhaupt braucht, wann der Zeitpunkt ist. Ich zum Beispiel in der Vegi-Phase, also in der Wachstumsphase, benutze ich gar keine Dünger. Das funktioniert ganz gut. Und ab der zweiten Blütewoche benutze ich dann Dünger. Aber auch erst wenig und arbeite mich dann hoch. Kommen wir zu Fehler Nummer 3. Das habe ich auch sehr oft beobachtet, den Fehler, und es ist wirklich meiner Meinung nach einer der wichtigsten Sachen, die man sich anschaffen sollte oder vernünftig anschaffen sollte. Und das ist eine vernünftige LED oder eine vernünftige Glühlampe, Natriumdampflampe, was auch immer, die nicht aus China kommt, sondern eine Qualität aufweist, weil das ist wie die Sonne für deine Pflanze. Also das muss schon stimmen. Was kann passieren? Dein Wuchs wird scheiße, deine Pflanze sieht immer krank aus, der Ertrag ist sehr, sehr schlecht. Es lohnt sich halt kaum, und die schreiben auf die Wattanzahl
2000 Watt Lampe, 1000 Watt Lampe. Nein, niemals. Stimmt nicht. Und diese Lampen, die schaffst du dir an, dann growst du einmal damit, hast ein scheiß Ergebnis, bist vielleicht demotiviert und das zweite Mal, wenn du growen willst, nimmst du wieder diese Lampe und dann funktioniert die noch nicht mal mehr richtig von der Leuchtstärke und das haut dich dann nochmal ganz raus. Also hol dir eine vernünftige Lampe und das ist schon ja, die halbe Miete. Wer billig kauft, kauft zweimal. So, dann sind wir auch schon bei Fehler Nummer 4 und das wäre der spargelnde Wuchs. Die Pflanze oder der Keimling erwächst und wächst und wächst. Der Stängel wird immer länger und schlussendlich fällt der Keimling um und vorbei. Ja, was ist der Grund? Der Grund könnte sein, dass dein Keimling nach mehr Licht gesucht hat. Dass deine Lampe einfach zu weit weghängt von deinem Keimling. Es könnte aber auch sein, dass du keine Umluft in deinem Zelt oder Grow-Raum aufgebaut hast oder die nicht funktioniert, weil die Umluft, die lässt ja immer einen leichten Windzug durch deinen Grow-Raum und durch die Pflanzen ziehen. Das heißt, dein Keimling wackelt so hin und her, dass die Pflanze sich auch darauf konzentriert, den Stängel zu stärken. Ja, dieses ständige Hin- und Her-Pusten stärkt schlussendlich den Stängel und den Wuchs der Pflanze. Also darauf müsst ihr auf jeden Fall achten, dass das passt. Was ihr auch noch machen solltet, ist natürlich schauen, ob ihr eventuell Staunässe, ja, ob sich Staunässe gebildet hat. Da fangen die Kleinen auch gerne an zu spargeln und zu sterben, weil die einfach nichts mehr aufnehmen können durch diese Staunässe. Ja, da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten. Das ist natürlich auch sehr demotivierend, wenn das am Anfang passiert. Also bitte, wie schon vorher gesagt, schaut wegen dem Gießverhalten nach und am besten schaut ihr noch das Video von mir an, was ihr alles für einen perfekten Indoor-Grow braucht. Da habt ihr alles mit drin, mit Ventilatoren und alles, was ihr euch zulegen solltet für den Grow. Ihr könnt mir gerne natürlich auch eine Nachricht schreiben oder einen Kommentar und ich werde euch da irgendwie weiterhelfen. So, Fehler Nummer 5 und somit der letzte Fehler für dieses Video und einer der fatalsten Fehler, die man machen kann, ist das zu viele Reden. Und damit meine ich jetzt nicht mit den Pflanzen zu reden oder in dem Raum zu reden. Nein, damit meine ich, das rumzuerzählen. Ja, ich bin cool, ich habe Pflanzen, ich baue die an, ja da, ich zeige dir mal bla bla bla. Oder allein Bilder zu machen und rumzuschicken. Nein, mach das bitte nicht. Warum? Ja, kriegt das ein Falscher in die Hand, dann sind die Bullen bei dir. Oder einer, der abgewichst ist, der bricht dann bei dir ein und klaut dir alles. Diese zwei Optionen. Mach es nicht, es bringt dir nichts. Du kannst gerne Bilder machen, grow das weg. Und wenn du geerntet hast und alles beiseite ist, zeig deine Bilder, aber mach es nicht vorher. Glaub mir, damit rettest du dir am Ende selbst deinen Arsch. Das war's mit den 5 größten Fehlern, die du als Grower machen kannst. Bitte informiert euch vorher. Es gibt tausende How-Tos oder Lektüren darüber, wie man einen Grow macht und was man alles braucht. Und ja, es ist im Grunde nicht sehr schwer. Was oft auch ein Fehler ist, ist diese Voreile und ganze Zeit rumpopeln in der Erde und sowas. Macht das nicht. Am besten tragt ihr auch Handschuhe. Die Pflanze ist wie eine Lady, die muss gut behandelt werden. Das war's von mir. Ich bin euer Mr. Motherfucking Green und ich würde mich über ein Abo freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Hello, my name is Dr. Green Thumb. I'd like to tell you just where I'm from in the hills where the trees go wild.